der letzten Episode. So, wir haben sehr viel Wind. Lustigerweise nicht aus Popo-Richtung. Man sieht auch die Po-Backen hier. Ich könnte so mal so 9 Fackeln zerlegen. Dann mache ich das mal. Zerr, nicht ab. Gute Nacht. Ja, guten Morgen, Herr. Da ist das Tageslicht da. Tja, das reicht noch nicht. Kannst du eigentlich lernen? ...0,05 Stunden hat er geschafft. Ein bisschen immerhin. Es ist sehr, sehr finster. Ist aber kein Blizzard. Finster, genau. Guck mal, wie finster. Diese Finsternis. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 70. Ja, wir haben Schneesturm, okay, alles klar. Gut, dann speisen wir nur und treten wieder rein. Da halten wir uns gar nicht großartig auf. Ja, wir haben in der letzten Folge einen Bären abgekocht und deswegen ist hier auch ein bisschen was da. Wir haben einfach was mitgenommen. Unser Wasservorrat geht tatsächlich massiv zur Neige. Aber, bis Richtung Abend kommen wir damit aber eigentlich noch rum, meiner Meinung nach. Ich würde lieber sagen, wir lernen mal die Bücher weiter. Ja, weil das ist halt Gewicht, was wir momentan mit uns rumschleppen und das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. So, da wäre zumindest mal das erste fertig. Der Angelskill hat sich nicht verbessert, das heißt, wir sind immer noch auf Level 3. Das ist wahrscheinlich immer noch Blizzard. Ja, wie man sieht. Gut, halt I, mich irrt. Dann machen wir mal weiter, machen wir eine Stunde. Ich denke, ja, anscheinend kommen wir damit auf Level 3. Klingt immer noch nach Blizzard. Jetzt könnte es aufgehört haben. Okay, alles klar. Dann trinkst du den Rest mal vom Wasser. Und ja, wir machen uns mal diese Eiseskälte. Wir müssen jetzt mal das wieder anziehen. So, das Seil ist angebracht. Damit wir auch wieder raufkommen. Schrei, Krakeel. So, der Elch war da, als wir hier abgestiegen sind am letzten Tag. Jetzt war natürlich ein Blizzard dabei. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob der da noch da ist. Deswegen gehen wir jetzt mal kundschaften. Und Kundschaften, okay. Er scheint noch da zu sein, oder was? Ja. Da beim Punkt. Ich weiß aber nicht, ob das hier so eine gute Stelle ist. Jetzt hört man ihn auch. Die Location hier per se ist nicht schlecht. Weil man hier halt am Seil immer auf seine 10 Stunden kommt am Schlaf. We need to find some place to escape. Bin mir nicht sicher, ob er uns folgt. Das kann man aber in der Hütte besser rausfinden als im Freien. Bin ich sicher. Hier sind Fackeln, okay.
Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Keine Ahnung. Ja, ja, mach einfach Feuer. Das warte ich eigentlich. Aber das reicht auch von der Temperatur. Come on. Come on. Man müsste halt dann das ganze Vieh rauf schaffen, falls man das schafft. Problem ist halt, wir sehen das nicht mehr, ob wir treffen. Well, thank goodness for that. Gut, wenn ich auf G drücke, passiert nichts, alles klar. Das reicht für den Stücken gerade nicht echt. Gut. Dann müsste ich mal ein paar Fackeln. Wie viel haben wir noch? Ja, gut. Lass mich erstmal eine Fackel zerlegen und dann schauen wir mal, ob das eine schon reicht. Das wäre dann immer noch zu wenig, aber dass man zumindest mal temperaturtechnisch rankommt. Ja, okay, alles klar. Dann zerlege ich mal den Rest der Fackeln. Gut, den Topf habe ich abgelegt. Ja, okay, dann machen wir halt nur einen Liter. Ja, okay, das funktioniert wieder so nicht. So, dann machst du hier erstmal alle fünf Stöcke rennen und mein Schwung mehr warm. Ja, komm, renn damit. Wie Zeit haben wir? 2:20, okay. Da oben an der Hütte waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir sind, glaube ich, nur relativ straight durchgestiefelt, aber ich denke nicht, dass wir hier irgendwas finden. Gut. Wir doch. Mehr ist aber nicht. Ja, ich weiß. Wo ist der Elch? Der ist ja weggerannt. Ich weiß aber nicht, ob wir ihn getroffen haben. Die sind halt auf Level 5. Ist er da drüben oder was? Ist noch nicht zurückgetappelt. Nur gucken, ob der Pfeil hier liegt. Also, wenn ich ehrlich bin, ich sehe keinen Pfeil. Anscheinend haben wir getroffen. Ne, da ist er. Da ist er. Nicht getroffen. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Dann wärme ich mich halt erstmal wieder auf. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. Leider ist der Sprintkreisel nicht ausreichend, um es bis zur Hütte zu schaffen von der Elch-Location. Ist nicht einfach. So, gleich fertig. Gut. Hast du mal alle Stöcke rennen? Und warm. Jetzt gleich noch ein. Ja, 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 komm. Ja, komm, mach's fertig. So, ja, okay. Wir haben die ganzen. Nein, du sollst sie ablegen. Wenn ich doch ablegen drück, wieso machst du die auf? Ich habe nur den Ablegen-Button, aber er öffnet sie dann echt. Ja komm, leg mal alles ab.
Also macht man das. Eine weg, eine essen, eine weg, eine essen. Den Elch kann man nicht so schön kiten. Das ist halt ein bisschen blöd. Das geht mit den anderen Tieren besser. Scheint ist auch ein Glaselch. Man hört ihn mehr, als man ihn sieht. Wo zum Teufel ist er? Nee, nur der Bär ist das einzige Tier, was einen Bug hat. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Tatsächlich. Das war die einzige Chance, die ich jetzt noch hatte. Gut. Das ist also das nächste Thema. Problem ist allerdings, wir haben jetzt kein Holz. Gib mir mal das Zeug. Ja, ja. So, das ist fertig. Frage mich, ob man mit Fackel das Seil hochklettern kann. Wir müssen erstmal entfackeln hier. Dann holen wir Holz ran. Naja, das dauert jetzt erstmal einen Moment, bis wir die ganzen Fackeln draußen haben. Ich denke, dass der Treffer dann letzten Endes gezählt hat, lag wahrscheinlich auch nur daran, dass wir halt, weil wir halt auf Level 5. Also das ist jetzt so schlechte Fackel. Gib mir mal eine bessere Fackel. Okay. Das Seil ist da drüben. Wir probieren das mal. Ich weiß es nicht. Man kann anscheinend diese kurzen Aufstiege, wo immer dieses Geflecht und so ist, die kann man mit Fackel gehen. Ich weiß aber nicht, ob das mit Kletterseil auch geht. Probier das einfach mal, vielleicht kommen wir ja das Feuer, aber ansonsten ist ja Sonnenschein. Ist auch nicht das Problem. Oder zumindest, na gut, das wird aber trotzdem nicht funktionieren, wenn wir da erstmal ein Feuer starten müssen und so weiter und zum Elch gehen und her transportieren etc. pp. Ist ja klar. Schmeiß mal den Travois raus. Den brauchen wir nämlich hier unten, wenn dann überhaupt. Es ist natürlich jetzt das perfekte Auge für so einen Elch, das ist natürlich schon klar. Vielleicht sollten wir das verschieben auf den nächsten Tag. Ich will nur mal wissen, wie das mit dem... Ja, wir werden das erst am nächsten Tag mal. Alles gut, jo. Er hat die weg, das ist ja der Hammer. Du kannst die Fackel mitnehmen. Wir haben hier Schnee und willst mich verarschen. Eines flieht. Achso, das ist noch eins. Gut. Ja. Halt, der Pfeil. Da unten liegt der Elch. Es glüht die Hütte.
Wieder viel zu tun. Apropos. Viel zu tun. Ja. Das mit dem Futter. Das schmeiße ich jetzt erstmal raus. Das Wasser haben wir jetzt schon mal hier oben. Das ist schon mal nicht schlecht. Da wir jetzt einen Elch haben, machen wir das jetzt einfach alles mit einmal sozusagen. Beziehungsweise wir stecken dich jetzt mal ins Bett und machen dann weiter. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Achso, du brauchst noch was zu essen. Jetzt geht die Suche nach der Tür los. Ich fass es nicht. Sag mal, wo guckst du eigentlich immer hin? So, da hat sich das erstmal beruhigt. Wir können ins Bett gehen. Ja. Du kriegst jetzt deine 10 Stunden und dann machen wir weiter mit den Schneehühnern. So, aber erstmal trinken. Ist sowieso noch finster, also von daher her damit. Die Sonne erstmal aufgehen. Gut. Ich denke, wir werden das nächste Schneehuhn dann später machen. Gut. Gut, mehr hast du nicht. Gut, alles klar. So, die Kiste. Wir müssen jetzt genau überlegen, was wir ablegen und was wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz, damit wir genügend Wärme zusammenbekommen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir brauchen. Deswegen machen wir das so. Genau. Das Buch müssen wir noch lernen, deswegen bleibt das hier. Wir brauchen nicht alle Streichhölzer, so viel ist klar. Um genau zu sein, brauchen wir nur eine Packung. Wir machen das vielleicht jetzt auch mit Feuerstahl. Sieht nicht aus, als würde gerade die Sonne scheinen. Ja, das nehme ich natürlich alles mit. Kleidung, da kann man einiges loswerden. Und nur eins davon. Den Rest haben wir leider alles an. Naja, wobei. Ausgerechnet, die sollte man vielleicht mitnehmen. Die Pfanne brauchen wir die. Pfeil und Bogen. Lassen wir erstmal den Pfeil da. Facke. Säge. Na gut, die Säge nehmen wir vielleicht, um das zu zerteilen. Wo habe ich denn jetzt wieder hin? Da. Holzkohle bleibt da. Pfeil und Bogen kommt natürlich mit, das ist klar. Brecheisen brauche ich jetzt aber nicht. Beil brauchen wir vielleicht. Schlafsack nehmen wir immer mit. Dann sind wir wie schwer? 28 Kilo. Naja gut, das ist, naja, eine Art Kompromiss. So, das Wasser bleibt dann hier liegen. Fliegt es raus. Und, achso, die 28 Rohrkolbenstängel. Da muss ich die mal kurz hinter das Haus legen. Ich will jetzt nicht nochmal rein. Wir sind ja satt, weißt du, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, dann müssen wir uns natürlich um die ganzen Fackeln kümmern. Also ein paar Mal klettern werden wir schon. Ich will jetzt auch nicht zu sehr runter. Ich würde am liebsten so schnell wie möglich runter, aber das kann ich nicht. Dann gibt es wieder gerissene Kleidung. Da drüben liegt er. Ja, hier gibt es noch mehr Rohrkolbenstängel, das ist kein Problem. Das Wichtigste ist jetzt einfach das Feuer anzubekommen. Um den Herrn da vorne zu vierteln halt. Jetzt hab ich die drauf. Oh, da hinten liegen, ich Idiot. Naja, die Pfeile sind... Man sieht genau, wo wir ihn getroffen haben. So, okay, wir brauchen erst... Wieder was? Wo ist der Kadaver? Bin mir nicht so 100% sicher, deswegen mache ich das Feuer einfach mal hier hin. 100% ist mir egal drauf. Der Wind scheint auch hier von links oben zu kommen. Es könnte also sein, dass er vielleicht günstig liegt, außer der Elch liegt woanders, als sein Bild liegt. Der hat eine 100% Chance, da ist es nur noch eine Zeitfrage, Junge. Hey. I'm so cold. Also nur 30, echt? Uff, dann machen wir hier 20 und keine Ahnung, was das gibt. Und wir machen einfach mal nochmal hier so einen Schwung. Das wird wahrscheinlich reichen.
Kein Topf dabei, alles klar. Haben wir eine Pfanne dabei? Wenigstens mal eine Pfanne. Nee, das kriegen wir nicht hin. Okay. So, wo ist jetzt der Elch? Der ist doch hier drüben, okay. Ja, das reicht. Okay, alles klar. Säge und ab dafür. 2 Stunden. Ist klar, auf, echt. Nice. Gut. Jetzt geht das wieder los. Ich wünsche, es gäbe eine schnellere Methode. Das ist schon sehr anstrengend. Vor allem das Stöhnen dabei. Gut, dann holen wir mal den Travar ran. Warte, der ist da drüben. Jetzt haben wir natürlich den Großteil des Holzes verbrannt, um den zu vierteln. Da müssen wir mal gucken, wie wir zurechtkommen. Ich höre schon wieder Schneehühner. Ja, das bisschen, die Kälte muss jetzt ab, Junge. Da kommst du jetzt leider nicht drum rum. Wir müssen uns jetzt erstmal um das Thema Elch kümmern. Da drüben die Ebene, die leuchtet auch so schön. Oh, sie schmelzen alle durchs Eis. Achso, ja, unser Fähnlein im Wind. Ich vergaß. Wir haben das schon an. Das passt. Da kommen die Fackeln dazu. So. Na dann. Einmal vorbereiten. Ich komm nicht ran. All this gear is slowing me down. So. Die sehen zwar ähnlich aus, sind aber nicht gleich. Und dann war's das. Dann haben wir hier noch eine Feder. Ja, gib mir mal die Fackeln. Achso. Die brennen teilweise noch. Ich denke, das wird ein bisschen auch eine Nacht- und Tag-Aktion, den erstmal überhaupt hochzuschaffen. Wir werden den natürlich nicht hier abkochen, das ist klar, aber hier sind ein paar Fackeln drin, die will ich gleich mal einsacken. Lass mal gucken, das ist leer. Die kommen alle darin. Gut, ich habe mir gerade überlegt, wie ist das? Aber sie werden nicht gelöscht. Die sind fast schon aus. Okay, es ist nur noch die ein oder andere, die jetzt noch ein bisschen glimmt, aber das meiste ist tatsächlich aus. Das waren sie. Passt überhaupt noch was rein? Wie voll ist er denn? Steckt immer ein ganzer Elch. Ich glaube, wir kriegen die nicht alle rein. Ja, das
Uiuiui, diese Geschwindigkeit. Oh. Tja, so ist das halt, wenn man Elchen da sich her schleift, Junge. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt überhaupt noch mit nach oben bekommen. Okay, und du hast es gleich geschafft. So, wie viel Platz haben wir noch? Zwei könnte man mitnehmen, tatsächlich. Da müssen wir natürlich wechseln und dann rauf. Ja, da werden wir erstmal ein paar Stunden schlafen. Leider schlafen, nicht Fleisch ausnehmen. Also gib mir mal die Essstöcke, bevor ich die wieder vergesse, dass die hier hinten drin sind. Siedlerruhe. Da haben wir noch einen Schneehuhn. Sehr schön. Okay, also. Achso, das sind Säcke. Ja, mehr haben wir ja nicht. So. Also, das sind Fackeln. Das bleibt jetzt auch hier. Die Laterne behalte ich natürlich an mir. Wir brauchen jetzt die Säge nicht mehr. Die Pfanne können wir eigentlich gleich platzieren. Gib mir schon mal den Topf. Weil hier können wir nämlich zweiflammig kochen. Nein, du sollst... Hey, ich habe doch da auf die Stelle gezeigt. Also platzieren. Natürlich. Gut, ansonsten, wie viel Gewicht ist das jetzt? 21,8. Wir behalten natürlich Pfeil und Bogen. Auch was zum Verteidigen. Ja. Das ist also der Mindestbestand. Wir können auf jeden Fall die Stöcke loswerden. Die Kohle lasse ich jetzt auch mal hier. Dann sind wir eigentlich, ja genau, die 28. So, also wie schon gesagt, 3 Stunden kriegst du mal. Und wir müssen wahrscheinlich noch zweimal. Fürchte ich fast. Gib mir mal so eine kleine Flasche. Weil du ja anscheinend die Angewohnheit hast, wobei das könnte sogar jetzt passen. Okay. Nicht rennen, nur gehen. Ja, es ist halt energieeffizienter, als wenn du das Seil runterkletterst. So, 1, 2, 3. Ja, dann müssen wir noch einmal. Es wäre natürlich besser, wenn man ein Feuerfass hätte. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das alles zu Bergmanns Torheit raufzuschleppen. Junge. Das kannst du sogar auch auseinandernehmen. 49 Minuten für 3, okay. Achso, ja. Da gehen wir rein. Und die nächsten 3 Stunden. 3 Stunden dauern in dem Spiel auch wirklich 3 Stunden. Mist. Auf der anderen Seite gut. Also warte mal, das ist ja schon voll. Ja, wir müssen jetzt das ablegen, was wir
entbehren können im Sturm. Was wir brauchen, nehmen wir mit. Aber dann müssten wir den Rest hochschaffen, meiner Meinung nach. Ja. Dann machen wir das halt im Blizzard. Easy. Ist auch nicht kälter als sonst. Minus 70 Grad. Gut. Fast gleichzeitig, echt. Ja, easy. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen was tun. Das ist ja gerade erst kurz nach 6. Ja, hier haben wir, glaube ich, nicht mehr. Doch. Wir mal das Schnee holen. Ja, ja, das passt. Genau. So, hier haben wir die Kleidung abgelegt. Das ist eine Kiste. Gut, die ziehen wir nicht an. Was war da noch? Ah, das sind die Spitzenfers. Hier, genau. So, das ist wieder verkehrt rum. Glorreich, wie immer. Und hier ist egal. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Jetzt können wir die auch erstmal ausziehen. Ist hier wieder ratzfatz warm. Ja. Dann gib mir mal das Schneehuhn, dann zerlegt man das jetzt mal als nächstes mit der Hand. Das passt vom Schlaf aber immer noch nicht. Ja, das ist ein Vorhang, da wirst du nicht rauskommen. Toll. Wir haben noch die ganzen Därme an uns. Bevor ich da das Falsche esse. Gut. Wir brauchen Wasser. Und dann steckt man dich jetzt einfach mal ins Bett und guck mal, wo wir rauskommen. Weil wir können ja einfach schon mit Fleisch zerlegen starten. Das ist ja kein Problem. Gute Nacht. Nee, warte mal, machen wir nur ein C. Wobei, das passt ja jetzt. Wie bitte was? Wir haben wieder grünes Wetter. Ach so. Immer noch dasselbe Thema. Ja, immer noch. Ach, wir haben Aurora, echt? Ist noch Nacht. Interessant. Psst. Oh, so viel Elektrizität. Ah, oh, komm mal rennen. This gear is starting to slow me down. I could use a drink. Ich weiß nur, Junge. Das downslowende Gear oder brauchst du jetzt was zu trinken? Ich will mal gerade gucken, wie viel Feuermaterial wir noch haben. Ein bisschen was und viele Fackel. Das Buch haben wir gelernt, genau. Dann gibst du mir mal die 33 Stöcke. Okay. So, dann fangen wir einfach schon mal an mit Feuerchen. Mit einer Fackel. Keiner. Eine Holzkohle, das reicht schon. Come on, come on. Komm schon. Gut. Aus. Und direkt Wasser drauf. Ja, mach erstmal nur 1 Liter in jedem und dann. So, 4,3 Kilo.
Rate mal, wie mit was wir das machen. Gut, alles klar. Messerchen und du kannst ja schon mal den Wettstein holen, falls wir das brauchen. Wollte ich das nicht mit Buch machen? Hm. Genau, 26 Minuten. Er hat noch 10 Minuten. Okay, dann kann ich auf 5 Fackeln zerlegen. Hey. Gut, da haben wir schon mal Wasser. Das ist schon mal nicht schlecht. Gib mir mal einfach mal die Stöcke. Und, was ist das? 46 Minuten und, 46 Minuten. Ach, dann nehme ich die weiteren Fackeln auseinander, denn das ist viel Holz. Okay, ja. Das Fleisch ist schon fertig, ich bin aber mit den Fackeln noch nicht mal ansatzweise fertig. Das ist krass. 46 Minuten, gut. Und 46 Minuten. Okay, und dann brauchen wir einen weiteren Sack. 26, und dann mache ich weiter mit Fackeln. Das wird dann immer noch nicht reichen. Ja, wir haben viele Stöcke gerettet. Das ist echt der Hammer. Das ist nur extrem viel Arbeit. So, schmeiß erst mal das kleine Stück raus. Das hier. Jetzt mal darüber. Der Rest bleibt hier. Gut, ich habe noch 16 Minuten, also Zeit für 8. Gut. Da ist es fertig. Du meine Güte. Wir schauen dann mal, wie viele Fackeln das waren. Zeit haben wir noch genug, genau. Ja. Dann mache ich mal den Rest. Uff, das war's. Okay, alles klar. So, dann machen wir das mal so. Wir schmeißen mal ein bisschen raus und machen vielleicht mal einen Sack draußen auseinander. Weil wir haben gerade die Zeit tatsächlich. Einfach, dass wir mal draußen sind, weil das Problem ist halt, ja. Ich sehe den Jungen schon wieder die Waffe bekommen. Gut, das hat geklappt. Okay. So, das Kleine wieder raus. So, wie viele Fackeln waren das? 42. Ja, vielen Dank für das Registrieren, dass ich wieder nach unten gescrollt habe, was ich gar nicht gemacht habe. Vielen Dank. Achso, warte mal. Jetzt habe ich die Dinger dabei. Mach dich mal kurz warm. So, sehr schön. Du könntest eigentlich mal einen spachteln. Die sind gar nicht so schlecht, Kiste. 26 Minuten. Da verliert zwar einen Hauch von Prozent noch, meine Güte. Ja, wir sollten auf jeden Fall noch einen Haufen Wasser mit abkochen. Abgesehen davon, dass wir das kochen sollten. Beziehungsweise, weißt du was, das kann erstmal draußen bleiben. Ja, so. Also, warte mal. Ja. Gib mir mal das kleine Stück. Dann schmeiß mal die auch mal dazu, weil die gehen ja auch relativ schnell. So. Dann machst du dich wieder warm. Perfekt. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft. Messer muss aber dringend aufgewetzt werden, alter Schwede. Das geht gut runter. Gut, dass wir einen Wettstein gefunden haben. Das heißt ja perfekt auf den Punkt geschafft. So. Das wieder raus. Schritt zurück. Und das rennen. Also, und wieder einen Hauch warm werden lassen. Da haben wir Nebel.
Ja, da könnte man zwar die Koch-Action jetzt nach draußen verlagern, aber da müsste ich wieder alles entfackeln und die Fackeln wieder zerlegen. Ach, Hilfe. Irgendwann wird's auch wirklich mal genug. Müsste nochmal checken, wie viel Brennmaterial wir haben. So. Achso, zwei brauche ich natürlich. Das ist klar. Das passt echt gut, Junge. Gut, Feuer geht noch lange genug. Was haben wir noch an Brennmaterial? 1 Kohle. Das reicht hinten und vorne nicht. Wir haben uns jetzt nicht komplett warm gemacht, echt? Was vergessen? Machen wir erstmal den Sack fertig. Das ist nämlich der letzte jetzt tatsächlich. Dann setzen wir nochmal welche an, machen vielleicht nur diese kleinen Stücke oder so, dass wir einfach warm sind. Dann setzen wir das nochmal auf und gehen mal hinter die Bude, da war ja dieses Rad, was da noch liegt. So, da gibst du mir mal ein kleines Stück. So, so gib mir mal kurz, warte mal. Kilo, 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 genau. Dass das einfach reicht zum Aufwärmen. Perfekt. So. So viel Fleisch. Genau, hier ist das Rad. 49 Minuten. 3 Holz. Und ein paar Prozente weniger. Ja, das Holz, das sieht halt... 20 Minuten 3. Ach, nice. Oh, da weiß ich, was wir gleich weitermachen. Da kriegen wir doch noch Holz zusammen. Das ist ja super. Man kann leider nicht alles verwenden. Das ist ein bisschen schade. So. Der schimmelige Elch. Ja, das geht ja wieder im Sekundentakt. Wir haben noch 20 Stücke, ja. So, wir sind jetzt warm. Genau, jetzt geht's wieder raus. Und dann einmal das Brett. Tür Beil. Und einmal das Brett. Mal 6 Altholz. Aber jetzt müsste man aber so langsam echt rumkommen. Ja, du bist echt ein Hacker. Oh, ich weiß nicht, was ich will. So. Weiter geht's. Eieiei, der Tag schreitet echt massiv voran. So, die machen wir natürlich mit der Hand. Genau, so wie die. Ja, wir werden dann beim nächsten Mal gleich auf Wasser setzen. So, schmeiß das alles mal rein. Schön. Wie ich da ständig auf die Konsole komme. Mal gucken. Ist hier noch was benutzerfreundliches Holz? ja. Einfach weitermachen. Das macht alles nichts. Da ist noch ein Brett. Okay, also ein paar haben wir noch, aber nicht mehr extrem viel. So, das ist auch schon fertig. Sehr schön. Wir sind auch fast durch mit dem Elch. Das ist super. Achso, ich wollte eigentlich hier Wasser machen. Wir werden ein bisschen in die Nacht machen. Aber das ist okay. Sonst haben wir, glaube ich, nicht großartige Dinge, die man zerlegen könnte. Das ist halt nur Kartonstoff. Das ist halt gleich ganze Regale. Das da brauchst du 2 Stunden 36, 1,18, 49. Naja. Das Feuer geht ja jetzt erstmal ein Stück. So, dann machst du hier mal 2 Liter Wasser rein. Dann gehen wir mal rausmampfen. Einfach irgendwas essen. Gut. Okay, dann gucken wir noch weiter nach den Brettern. Das auf jeden Fall fertig bekommen.
wäre echt bitter, wenn man wegen 3 Stück Holz dann am Ende des Tages dann ohne... Da steht. Da kommt der Schnee hinzu. Ja, ich denke, das ist dann alles. Das sind nur so Zäune, die kann man natürlich nicht verbrennen, selbst wenn die aus Holz sind. Geht das nicht. Schubkarre, na gut, ist zum Teil aus Metall. Das Holz geht auch nicht abzunehmen. Sehr, sehr schade. Ich meine, vom Prinzip könntest du die ganze Hütte abfackeln. Okay. Das da, dann hebt man die anderen 2. Das sind jetzt nur noch 2. Die hebt man dann für ganz für den Schluss auf, weil dann können wir nämlich ein Zimmchen dann ins Bett legen und dann kauchen wir all das mal ab. Okay, einmal das. Das ist fertig, gut. Dann gibst du mir all das mal. Machst hier. Nein, 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 ich wollte hier Wasser. Genau. Und hier machen wir jetzt einfach das alles drin. Oh ja, diese langen Kochzeiten. Jetzt haben wir hier noch 2,29. Da haben wir ja auch reichlich Holz, nice. Also das sind die kleinen Elchstücke, genau, die gehen alle eine Viertelstunde. Nicht trinkbar, okay, alles klar. Jetzt schon, dann machst du hier mal nur mal 1 Liter erstmal. Wie weit wir damit kommen. Noch ein verdorbenes Schneehuhn, echt. Was haben wir noch? Das war's. Gut. Dann machst du das mal fertig. Jetzt war wieder so viel. Oh, verdammt. Na gut, ich sag mal so, wir können eh noch nicht schlafen. Von daher ist es auch egal. Nee, dann mache ich jetzt erstmal Wasser. Dann machen wir hier mal 2 Liter. Hier natürlich nur 1, das ist klar. Vertreiben uns damit mal die Zeit. Und das nochmal. 2,25, okay. Gut, der Rest wird entfackelt. Darum kann sich dann der Zukunftstobi kümmern, das ist mir dann egal. 46 Minuten, gut, alles klar. Tschüss. Brenn jetzt die Bude ab. Gut. In der nächsten Folge, ja, werden wir wieder raufgehen. So, wie sieht's aus? 41, 50, ja gut, okay, das passt. Genau, wir gehen rauf. Wieder zu dieser Wiese. Wir müssen natürlich erstmal unser Inventar und so weiter. Das muss alles erst wieder sitzen und passen. Wir werden noch ein bisschen Elch mitnehmen, so viel wir halt können. Das kann dann in der Zwischenzeit alles schön trocknen. Die Elchhaut und so weiter. Der Bär ist bei 41%. Dann, nein, keine... Ich wollte gerade das gucken. Ach, ja, das passt super. Das ist klar. Dann gute Nacht. Ach, schon, das ist finster. Punktlandung. Okay, ich schaffe das mit der Punktlandung. Passt aber auch. Wie schon gesagt, wir kümmern uns um unser Inventar. Wir müssen natürlich alles mitnehmen, was mitzunehmen ist. Und dann brechen wir mal auf zu dieser hohen Wiese und machen mal diesen Rundweg da in diese andere Ecke, sozusagen. Ja. Die Gegend weiter erkunden, weil man findet ja doch einiges. Wir sollten uns natürlich nicht zu sehr beladen und wir werden auch relativ in Bälde dann auch schon wieder auf Wölfe stoßen. Also so extrem viel Fleisch kann man so oder so nicht mitnehmen. Und es liegen ja schon ein paar Bären oben. Also von daher, aber ein paar Elche geht immer. Genau. Und dann gucken wir uns die Gegend nochmal an, so weit wie es halt geht. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wie immer, auf unsere Prozente und Tees und so weiter. Aber das kriegt man alles hin. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.